Natürlich kennt man irgendwie den Bilderatlas, aber er ist irgendwie in der vorhandenen Form unlesbar gewesen. Und daher haben wir also eine eigene Version des Bilderatlas produziert, die in der... Danke für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Und das Programm ist riesig, es ist unmittelbar und unendlich. Und deswegen steigen wir gleich ein. Wir versuchen, eine Schneise in die Entwicklungsgeschichte des Bilderatlas Memosyne zu schlagen. Eine Geschichte, die sich mit dem absoluten Spätwerk von Abi Warburg beschäftigt. Ein Werk, was erst seit den 90er Jahren überhaupt in den Mittelpunkt der Betrachtungen immer weiter hineinrutscht. Und wir hatten den großen Spaß, mit unserer Forschungsgruppe Memosyne in Hamburg in der Trommelstraße seit 2012 intensiv diese Entwicklungsgeschichte voranzutreiben. Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe in 2010 mit verschiedenen Künstlern den Offspace Achter Salon in Hamburg gegründet. Dieser Offspace hat sich eigentlich zum Ziel gesetzt, sich das Format der Ausstellung anzueignen. Also ich kann Ihnen das vielleicht am besten an einem Ausstellungsthema erklären. Wir haben eine Ausstellung über Marcel Duchamp gemacht. Es ist ja irgendwie absurd, dass dieser Künstler Marcel Duchamp nur noch von extrem potenten Institutionen ausgestellt werden kann. Dieser Künstler, der sich massiv gegen den seinerzeitigen Kunstbetrieb gestellt hat in der Entwicklung seiner Kunst. Und da haben wir eine Ausstellung konzipiert, die das durchbricht. Wir wollten also das Ausstellungsformat uns aneignen gegen die Hegemonie der Themen, über Themen, die uns interessieren, die Hegemonie der etablierten Institutionen. Gestern wurde viel von der Fiktionalität gesprochen oder wurde in Frage gestellt, ob die Fiktionalität einen Sinn hat für das künstlerische Schaffen. Also für uns, für den achten Salon, für das Selbstverständnis des achten Salon war die Fiktionalität, dass wir uns mit Themen beschäftigen können, mit denen sich sonst nur Institutionen beschäftigen. Das war natürlich eine große Aufgabe. Also da hatten wir uns sozusagen eine viel zu riesige Aufgabe gestellt. Aber manchmal ist das wichtig, dass man einen Drachen aufspannt, der viel zu groß ist. Der zieht einen dann hinein in diese Sache. Nicht? Deswegen zeige ich Ihnen auch diese Anzeige, mit der wir unsere Arbeit im achten Salon angekündigt haben, die Memosyne-Forschungsgruppe. Da ist eben da oben auch Edea Vincit, dieser Flieger, den Warburg für die Postkarte, für die Briefmarke gedruckt haben wollte. Diese Idea Vincit, das ist hier gewissermaßen auch so ein großes Programm, was man sich gibt, was man aufspannt und was einen dann hineinzieht in dieses Thema. Das war für uns wichtig. Und der Memosyne Atlas als Thema war natürlich in Hamburg eigentlich ein falsches Thema. Da kann man sich nicht allein bewegen. Nicht? In Hamburg gibt es das Warburg Haus, da gibt es das kunstgeschichtliche Seminar, das ständig über Warburg spricht. Da gibt es die Kunsthalle, in der Werner Hofmann
die Tradition von Werner Hofmann herrscht, der ja sehr stark von Warburg beeinflusst war, der Ausstellungen gemacht hat, die ganz klar von dem Bilderatlas inspiriert waren und in der Form, wie der Bilderatlas aufgebaut war, also versucht haben, leichte Ausstellungen herzustellen. Das ist also insofern in Hamburg eigentlich die falsche Idee. Man kann mit Warburg, da steht man, tritt man anderen Leuten auf die Füße, dachten wir jedenfalls. Aber tatsächlich sind wir ziemlich ignoriert worden in Hamburg mit unserem Programm. 2012 haben wir damit angefangen. Und zwar unsere Idee war die, also den Bilderatlas zu untersuchen. Natürlich kennt man irgendwie den Bilderatlas, aber er ist irgendwie in der vorhandenen Form unlesbar gewesen. Und daher haben wir also eine eigene Version des Bilderatlas produziert, die in der, was wir dachten damals, in der Originalgröße uns die Möglichkeit gibt, den Bilderatlas zu untersuchen. Das ist tatsächlich notwendig gewesen. Wir konnten nicht mit den Büchern arbeiten, die es darüber gab, auch wenn es interessante Publikationen dazu gegeben hat, insbesondere die Publikation, die in Wien erstellt worden ist, die Herr Kluge hier auch unten in der Ausstellung zeigt. Und trotzdem, diese Ausstellung, die Bilder kann man nicht lesen. Deswegen haben wir auf unser Plakat geschrieben, nichts für Rasterpunktfetischisten. Also wir sind an diese Tafeln, die da gedruckt waren, wir sind mit der Lupe rangegangen und sind dann in das Reich von Sigmar Polke eingedrungen. Nicht? Also die Rasterpunkte, da konnte man nichts sehen, da konnte man nichts erkennen. Deswegen haben wir, Sie sehen da den Arbeitstisch der Forschungsgruppe, in der Mitte der schon aufgebauten Tafeln, da haben wir unsere vergrößerten Abbildungen angebracht, so wie wir sie rekonstruieren konnten von den Dokumentaraufnahmen, die Warburg hat anfertigen lassen und die ja publiziert sind. Und dann haben wir die Ausstellung der Öffentlichkeit überlassen. Dann haben wir eingeladen zur Eröffnung. Wir haben jeweils die vorhandenen Tafeln einen Monat lang untersucht und versucht rauszubekommen, was da los ist. Also das war die Grundannahme, dass da etwas zu finden ist. Wir dachten, man muss da was rausfinden können. Der Warburg hat das nicht einfach so aufgebaut. Da muss was drinstecken. Und das hat uns dann, also als wir dann die in der richtigen Größe vor uns hatten, haben wir auch gemerkt, dass da was drinsteckt. Man kommt der Sache allmählich auf der Spur. Also die Anordnung der Bilder macht einen Sinn, die hat eine eigene Logik. Das ist natürlich Bildsprache, die muss man lernen. Das war wie also das Lernen eines neuen Alphabets. Also da musste man ganz langsam einsteigen und genau in die Details gucken, der liebe Gott steckt im Detail, und sehen, was ist auf dem Bild drauf, warum ist dieses Bild neben dem Bild. Und wie ist die Beziehung zwischen den beiden Bildern? Das haben wir vorwiegend mit Künstlern in der Forschungsgruppe untersucht. Und dann haben wir unsere Forschungsergebnisse vorgestellt während der Eröffnung unserer Ausstellung. Das war dann eine Ausstellungsserie von 13 Veranstaltungen. Wir haben dann jeweils unsere Erkenntnisse schon formuliert in einer Heftreihe, die wir die Baustelle nannten. Und in dieser Heftreihe haben wir schon zu jedem einzelnen Atlastafel einen Kommentar verfasst. Eine Sache, die wir, nachdem wir das Original des Atlas rekonstruiert haben, jetzt weiter betreiben, die also als nächstes, unser nächstes Publikationsprojekt ist, also ein Kommentarband, der zu jeder einzelnen Tafel entschlüsselt, wie man sie lesen kann. Wobei wir wissen, dass das, also das war auch schon damals in der Forschungsgruppe Mimosyne so, dass wir das als Angebot empfinden. Wir wollen das
vorschlagen. So kann man das lesen. Das ist sozusagen die Eröffnung einer Diskussion. So denken wir das. Wir wollen nicht sagen, dass wir damit den Atlas abschließen oder die Erkenntnisgeschichte beenden damit, nicht? Wir denken, der Atlas, dafür gibt es auch verschiedene Hinweise, war auch für Warburg ein Instrument, ein Erkenntnisinstrument. Als er in Rom war, also wir haben das ja gesehen, wie er da im Hotelzimmer seinen Atlas aufgebaut hat. Er hat ja eine neue Bilderreihe konzipiert für den Herzianer-Vortrag. Die Bilderreihe ist gewissermaßen das Herzstück des Atlas. Das ist die zentralen Sequenzen des Atlas sind dort in der Herziana vorgestellt worden. Er sprach damals in der Herziana als erster, nachdem der Vortragssaal wieder eingeweiht wurde. Der war renoviert worden. Und da sagte er, da entschuldigte er sich am Anfang seines Vortrags dafür, dass er hier sozusagen so eine Werkstattsituation aufgebaut hat. Aber er sagte, diese Werkstattsituation ist dafür da, dass Sie hier sich beteiligen an der Kritik. Er wollte die Leute einbeziehen. Er sagte, wir haben hier gewissermaßen noch feuchte Druckbögen aufgehängt. Das kennt man ja. Also er wusste natürlich, wie man Bücher macht. Die noch feuchten Druckbögen sind dazu da, dass man letzte Korrekturen an dem Buch durchführt. Nicht? Das waren die noch feuchten Druckbögen des Atlas. Und da lud er das Publikum dazu ein, sich kritisch dazu zu äußern. Das ist natürlich, das zeigt deutlich, dass es für ihn ein Instrument war. Ein Instrument, was dann eben auch, wie Karin Michels gezeigt hat, in der Warburg-Bibliothek konzipiert wurde. Die Warburg-Bibliothek hat ja eine Forschungsgemeinschaft zusammengezogen. Und in dem Tagebuch, dem Tagebuch der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg, spricht Warburg selbst des Öfteren von unserem Atlas. Er bezieht also Fritz Sachsel und Gertrud Bing selbstverständlich mit ein in den Atlas. Er sieht das als ein kollektives Projekt. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, zur Bedeutung des Atlas. Ein Bilderatlas ist eigentlich ganz einfach ein Abbildungsband. Nicht? Im 19. Jahrhundert musste man drucktechnisch Abbildungen von dem Textband trennen. Die mussten auf einem anderen Papier gedruckt werden. Und dieser Band, dieser Abbildungsband, der wurde Bilderatlas genannt. Der war allerdings im Publikum, auf dem Markt, waren solche Bücher sehr viel leichter absetzbar. Das war also das große Publikum, was damit angesprochen wurde. Ein Bilderatlas war also eigentlich ein großes Medium, was als Projekt definiert wurde von Warburg. Also er wollte diese hochanspruchsvolle Institution KBW, die wollte er dazu bringen, ein Produkt für das große Publikum zu machen. Und dieser Begriff Bilderatlas ist erst verschwunden, nachdem drucktechnisch Bild und Text leichter zusammengefügt werden konnten. Jetzt machen wir mal weiter. Wir haben dann auch glücklicherweise eine Station mit dem Atlas in St. Gallen gehabt. Dort haben wir den Atlas gezeigt. Da war auch das Brauchtumsmuseum in Urnäsch mit beteiligt. Da haben wir die Tafel 39 gezeigt, 39 und 40,
weil dort eben der Bacchus-Triumph zu sehen ist. Und da sieht man so diese Figuren in dem Urnäsch, in dem Museum, Brauchtumsmuseum von Urnäsch, sieht man diese Figuren. Die haben wir dann uns ausleihen können für die Ausstellung. Da, wo man sieht, also dass da im Karneval, das sind diese Karnevalsfiguren, das sind diese Silvesterfiguren, die ja in Appenzell, die haben ja noch eine sehr alte Tradition, ein sehr besonderes Silvestern, wie die das Silvesterfest begehen mit solchen Figuren. Und die sind natürlich ganz in die Natur eingebunden wieder, genauso wie der Bacchus oder wie die Daphne auf den Bilderatlastafeln, also wie der Mensch sich wieder in Natur verwandelt. Deswegen haben wir diese Figur dazu gehabt. Aber wir haben damals schon dieses Oval aufgenommen von dem Lesesaal der KBW, weil der Atlas dort in diesem Lesesaal seine Form gewonnen hat. Und vor allen Dingen auch, weil wir den Atlas, sag mal das nächste Bild, immer mit... Nicht? Ach, das ist schon vorbei. Wir haben auch dort in St. Gallen alle Tafeln der Reihe nach durch vorgestellt in Vorträgen. Das Publikum konnte dann in dem Oval Sitz Platz nehmen und dann haben wir denen genau gezeigt, was an welcher Stelle zu verstehen ist an diesen Tafeln. Das heißt, auch für uns war das immer ein Instrument, unsere Erkenntnisse zu überprüfen und weiterzugeben. Wir steigen jetzt sozusagen nach dem Intro mit dem allgemeinen Intro und dem Verbindungselement mit dem Moment, wo wir in St. Gallen einen Teil der Tafeln vorstellen konnten, nochmal in die Geschichte ein, die uns auf den Weg zum... Na, jetzt macht das nicht. Zu diesem Buch, meinst du? Ja, das muss ja kommen jetzt. So. So, das haben wir schon. So, hier sehen Sie nochmal die spielentscheidenden Mitspieler der KBW, der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg. Und Sie sehen hier auch zum Beispiel Ernst Cassirer, von dem Sie heute Morgen vielleicht schon gehört haben, bei der Fragestellung, wie Warburg den Schritt von Kreuzlingen wieder zurück nach Hamburg macht. Sie sehen natürlich Gertrud Bing, Fritz Sachsel, aber genauso auch die nächstjüngere Generation mit Raimund Libanski, der eine große Hoffnung für Warburg in den letzten Monaten in Hamburg dargestellt hat, aber natürlich auch seine wichtigen Mitspieler wie Edgar Wind und natürlich der sehr berühmt gewordene Erwin Panofsky. Roberto hat darauf angespielt, wie unser Anbeginn war, wie waren die Situationen, die wir wissen konnten, was war die Forschungsmöglichkeit, und über viele, viele Jahre gab es nur sehr, sehr wenige Abbildungen von dem, was die Rasterpunkt-Fetischisten tatsächlich anschauen konnten. Und eine berühmte Doppelseite zeigen wir Ihnen hier aus der intellektuellen Biografie von Gombrich. Und Sie sehen auch das schon sehr willkürlich, eine Auswahl, sehr subjektiv, die Tafel B und die Tafel 46. Abbildungen, die A5-Größe hatten und wo Sie mit einer Lupe im besten Falle erahnen konnten, um welche potenziellen Originalkunstwerke es sich handelt, die hier zur Vorstellung kommen sollen. Das war unser Ausgangspunkt. Und der Ausgangspunkt war weiterhin ein kleines Buch, was in den 80er Jahren erschienen war, von Dorothee Bauerle, Gespenstergeschichten für ganz Erwachsene. Ein ganz ungewöhnliches Buch mit einer sehr, sehr
präzisen und auch sehr, sehr spezifischen Forschung schon. Dorothee Bauerle hat über einige Jahre hier für ihre Doktorarbeit Schneisen geschlagen in die Entwicklungsgeschichte des Atlas, insofern, dass wir damit nachvollziehen konnten, welche Bilder sehen wir hier eigentlich, wo kommen die Abbildungen her, warum sind die Abbildungen so unterschiedlich, alles Fragen, die in den 80er Jahren durchaus schon Bedeutung hatten. Auch die Frage der Reproduktion beginnt in den 80er Jahren langsam eine Frage der aufkeimenden Bildwissenschaft zu werden. Es gibt zum ersten Mal ein Bewusstsein, dass man nicht jede Abbildung einfach hinnimmt, nicht jede Abbildung als Schwarz-Weiß-Abbildung akzeptiert. Und die Frage der Schwarz-Weiß-Abbildung, das sehen Sie schon in diesem Begriff, Schwarz-Weiß-Abbildung, was soll das eigentlich sein, gedruckt wird nur schwarz, macht uns einen Moment auf, der am Anfang unserer Forschungsarbeit die permanente und ständige Frage war, warum rekonstruiert ihr in eurer ersten Rekonstruktion, wohlgemerkt 1:1, mit dem damals angenommenen Tafelmaß, warum rekonstruiert ihr nicht gleich mit farbigen Abbildungen? Natürlich, 2010, 2011, 2012 war es gar keine Frage, dass man sich eine farbige Abbildung von einem Kunstwerk als den Normalzustand vorstellt. Das war aber nicht immer so. Und der Grund, warum die Rekonstruktion für uns dann in sogenannten Schwarz-Weiß-Faksimiles ein besserer Startpunkt war, den möchten wir ganz besonders nochmal erklären. Und zwar anhand von der legendären blauen Schachtel von unseren Freunden mit der Forschungsgruppe Daedalus aus Wien, die ganz spielentscheidend für unseren Anfang waren, weil sie uns sehr, sehr kollegial und sehr, sehr kooperativ den größten Teil ihres Fundus von Abbildungen zur Verfügung gestellt haben. Es war die Basis der Reproduktion, mit denen wir unsere Rekonstruktion 2011 starten konnten. Wir haben dann in den nächsten 2 Jahren in Italien noch sehr, sehr viele Fotos selbst gemacht. Wir sind quasi auf den Spuren der italienischen Reise von Abi Warburg sehr viele der Stationen abgefahren und haben versucht festzustellen, warum die ein oder andere Aufnahme vielleicht genau so überliefert wurde und nicht anders. Und dabei haben wir festgestellt, dass es ein ganz bestimmtes Maß an Vorstellungen gehabt haben muss, um genau mit dieser Art von Reproduktion zu arbeiten. Und das können Sie sich leicht vorstellen. Sie kommen nach Rimini in den Tempio Malatesta, ziehen Ihr iPhone raus und versuchen, ein gutes Foto zu machen. Es ist morgens 11:15 und das Licht ist unerträglich. Es ist nämlich eigentlich nur an ganz bestimmten Stellen in diesem Ort vorhanden. Sie haben aber natürlich viele Funktionen und 2012 ist das irgendwie bewältigbar. Das Foto, was Sie machen, hat aber mit dem Foto, was auf dem Atlas auftaucht, überhaupt nichts zu tun. Und so haben wir begonnen, uns über die Qualitäten der Reproduktionen Gedanken zu machen und vor allem auch, warum Warburg und Bing und Sachsel ganz bestimmte Reproduktionen verwendet haben. Und schon da fing es an, dass diese Willkürlichkeit des Griffs zu einer Reproduktion nicht eine Frage der unmittelbaren Verfügbarkeit darstellt, sondern dass man wohl sehr genau, auch schon in den 20er Jahren, die Auswahl von Bildern sich selbst klar machen konnte. Welches Foto ist besser als ein anderes? Welches Foto zeigt genauer und präziser das, was ich darstellen will? Das, was ich zeigen will in der Kombination, in der Konstellation auf so einer Tafel? Und all diese Beschäftigungen führen in der Konsequenz dazu, dass wir 2016 beginnen, von dem zu träumen, was wir dann 2020 tatsächlich ungewöhnlicherweise auch realisieren konnten. Ja, wir sehen noch mal eine Situation im achten Salon, da oben im kleinen Foto. Ansonsten sehen Sie in die Ausstellungshalle des HKW, des Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Ich habe dort in Berlin eine Ausstellung machen können, 2019, und habe da dann vorgeschlagen, das Ausstellungsprojekt, das Original des Bilderatlas
Und Bernd Scherer, der Direktor des Museums, der Institution, hat dann eingewilligt. Also man muss dazu sagen, ich habe ihm dann erklärt, ich bin der Meinung, wir können den Bilderatlas vollständig rekonstruieren aus den Originalabbildungen. Wir waren sehr häufig im Warburg-Institut und haben die Photographic Collection da benutzt, um Erkenntnisse zu gewinnen. Nicht? Also wir haben bestimmte Abbildungen gesucht in dieser Photographic Collection, um herauszufinden, was darauf dargestellt ist oder was Warburg darüber wusste. Und da ist uns aufgefallen, dass sehr viele Originalabbildungen in dieser Photographic Collection noch liegen. Man muss sich vorstellen, das sind 400.000 Abbildungen jetzt. Nicht? Also das ist ein Saal, der ist länger als dieser Raum hier. Ist so breit wie bis zu den Säulen. Ungefähr noch anderthalb Mal so lang. Und da sind lauter Registerschränke drin, voll mit Abbildungen. Und in diese Registerschränke sind die ganzen Originale verschwunden. Die sind nach einem System geordnet, das Witkober in den 30er Jahren entwickelt hat. Also ein ikonografischer Index. Das heißt, die Abbildungen sind nicht nach Herkunft geordnet, also wer sie benutzt hat oder dass sie jetzt also aus dem Fundus von Warburg kamen. Die sind aus dem Fundus von Warburg alle in die verschiedenen Registerschränke eingewandert und da mussten wir sie wieder rausziehen. Und das haben wir gemacht. Und ich bin Bernd Scherer sehr dankbar dafür, dass er mir geglaubt hat, dass wir das rausfinden da. Nicht? Das sind immerhin 972 Abbildungen, die wir da finden sollten. Und dann Sie sehen hier zum Beispiel die Abbildung der ersten drei Elemente der Tafel A. Und schon das Finden dieser drei Elemente erwies sich als äußerst schwierig, weil auf unsere Nachfrage hin es zunächst mal hieß, ja, das gibt es, aber was wollen Sie denn damit machen? Und man kann sich das nur sehr schwer heute, drei Jahre nach der Ausstellung, vorstellen und vor allem auch nachdem es uns geglückt war, dieses große Buch zu machen, dass noch vor wenigen Jahren 2016, als wir das erste Mal in London darum gebeten hatten, ob wir für zwei Tafeln, nämlich für die Nummer 32 und die 48, den Versuch unternehmen dürfen, aus diesen vielen, vielen Schränken die potenziellen Abbildungen rauszusuchen, die Warburg und Sachsel und Bing 1929 tatsächlich in der Hand hatten, als sie diesen letzten Zustand auf die sogenannten Gestelle angebracht und gesteckt hatten. Damals war David Friedberg der Direktor des Warburg-Instituts und er hat gesagt, naja, eigentlich geht es nicht, weil die Sachen gibt es ja nicht mehr. So war die landläufige Meinung, zumindest nicht in einer möglichen großflächigen Vollständigkeit. Aber wenn Sie Freude daran haben, Open Access, Sie können die Schubschränke auf und zu ziehen. Sie dürfen auch die einzelnen Fotos rausnehmen, auch wenn sich hier keiner so richtig vorstellen kann, wie Sie aus diesem ganzen Material tatsächlich wissen wollen, welche Reproduktion ist denn nun mal die 1929 da potenziell auf der Tafel gesteckt ist. Wie war uns das klar geworden? Wir hatten natürlich jahrelang mit diesen Reproduktionen verbracht und die Reproduktionen hatten wir immer wieder verbessert. Da haben wir die optimale Technik, die wir heute zur Verfügung haben, natürlich benutzt und haben zur Herstellung unseres Faksimiles, was wir 2016 im ZKM in Karlsruhe zeigen konnten, haben wir natürlich hunderte von Stunden damit zugebracht, möglichst optimale Schwarz-Weiß-Reproduktionen zu erstellen, auf denen man möglichst viel erkennen kann, was denn genau die Inhalte der Abbildungen der Tafeln sind. Das heißt, wir hatten nicht nur uns
schon einige Jahre jetzt mit den einzelnen Fragestellungen der Bilder beschäftigt, nennen wir sie mal so, sondern wir hatten vor allem auch diese vergrößerten Reproduktionen aus den Fotos von 1929 ständig am Rechner in großer Auflösung vor Augen. Das heißt, wenn Roberto oder ich oder einige andere, die uns natürlich unterstützt und geholfen haben, es waren nicht nur wir beide, sondern wir waren zum Teil 5, 6 Leute, die gleichzeitig gesucht haben, die wir uns gegenseitig Tipps gegeben haben, weil natürlich der eine was gefunden hat, was ein Hinweis darauf war, wo vielleicht das andere hätte versteckt sein können. Und bei dieser Suche sind wir relativ schnell fündig geworden, indem wir irgendwas gefunden haben, was mit dieser Abbildung auf der entsprechenden Tafel vielleicht zu tun haben könnte. Je genauer wir uns die Reproduktion angeguckt haben, desto mehr haben wir natürlich auf zum Beispiel die Rückseiten geachtet. Wir haben versucht, die verschiedenen Stempel zuzuweisen. Wann wurde was, wie vielleicht gestempelt? Wir haben geschaut, wie ist ein Foto abgeschnitten worden? Wie ist ein Foto in einem Passepartout montiert worden? Was für Klebereste können wir sehen? Wir haben also eine ganze Reihe von Merkmalen versucht klarzumachen und wir haben von morgens um 9, als die Bibliothek aufmachte, und abends um 19 Uhr waren wir die Letzten, die da raus sind, und haben wirklich tagelang Ordner für Ordner und manche Ordner 3-mal, 4-mal, 5-mal durchgeschaut, weil wenn Sie 2.500 Abbildungen zum Thema Venus haben, dann müssen Sie sich darüber im Klaren werden, wie gehen wir da vor und wie finden wir die, die wir brauchen. Das war das eine Modell und es führte zu dieser Ausstellung. Und gleichzeitig hatten wir den Wunsch, das Buch zu machen, nämlich tatsächlich den Atlas zu machen. Tatsächlich das, wovon auch der große Gombrich nicht müde wurde zu sagen, es ist eine unerfüllbare, unmögliche Vorstellung, dass es doch möglich sein könnte, ein solches Buch zu machen und für alle anderen die Sichtbarkeit dessen, was auf diesen Tafeln tatsächlich zu sehen war, mit bloßem Auge möglich zu machen. Und das sehen Sie jetzt zum Beispiel auf dieser Tafel A. Und es wird Ihnen relativ schnell klar, dass es, was Roberto vorhin gesagt hat, die nassen Druckfahnen sozusagen. Das Modell für den Atlas sind letztlich die Tafeln, die dann in der Ausstellung auch genauso aufgehängt werden konnten, wie sie 1929 zum allergrößten Teil gesteckt waren. Was man auch noch fairerweise sagen muss, wir haben natürlich nicht wirklich alle bis auf das letzte Objekt gefunden, aber einfach auch deshalb, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Und weil wir natürlich auch auf restauratorische Fragestellungen Rücksicht nehmen müssen. Und deswegen haben wir einige der Elemente, die wir zwar als Originale gefunden hatten, trotz allem in der Ausstellung als Faksimiles reproduziert. Dadurch, dass wir all diese Arbeiten selbst machen konnten, und hier kommt diese Frage der Künstlerinnen und Künstler ins Spiel, haben wir natürlich ein sehr, sehr großes Spielfeld gehabt, was dem normalen Kunsthistorikerin, dem normalen Kunsthistoriker kaum zur Verfügung steht, wo er unendliche oder sie unendliche Anträge schreiben müsste, ob wir jetzt 2 Faksimiles mehr machen dürfen oder 3 oder 5 oder 7. Diese Probleme hatten wir alle nicht. Warum? Weil wir genau wissen, mit was wir da umgehen. Und dass es dann tatsächlich glücken konnte, dass wir auch dieses Buch machen konnten, noch zu der Ausstellung, hat natürlich die Fragestellungen deutlich erhöht, mit denen wir konfrontiert waren. Ja, wir haben in der Ausstellung dann eine Anordnung gesucht, die sich möglichst selbst erklärt. Nicht? Also Sie sehen das vielleicht hier an diesem Blick in die Ausstellung. Diese sind die Tafeln A, B und C. Das sind sozusagen die Sequenz, die wir erkenntnistheoretische Einführung nennen. Also Sequenz zur Erkenntnistheorie und Symbolsetzung. So hat Warburg das selbst gesagt. Er schreibt im Tagebuch, ich werde 6 Tafeln zur Erkenntnistheorie und Symbolsetzung vorweg schaffen. A, B, C und D, sagt er. Aber es gibt keine D.
Und da beginnt dann 1, 2, 3, 4. Das haben wir dann auch in diesen Bögen angeordnet, damit man sieht, dass hier jetzt so ein thematischer Zusammenhang ist. Dieser Bogen, der dort beginnt, das sind die antiken Vorprägungen. Also diese antiken Vorprägungen entstanden erst nach der Reise nach Rom. Und die zeigen sehr deutlich, dass er sich nach der Reise in Rom ein neues System für den Atlas überlegt. Er baut den Atlas chronologisch auf. Die antiken Vorprägungen geben ihm gewissermaßen die Möglichkeit, die Antike und die Spätantike in einer Sequenz zusammenzuziehen. Das sind Abbildungen, die eigentlich zum Beispiel im Herzianer-Vortrag immer zu den späteren Übernahmen kamen, wie zum Beispiel das Manet-Thema, also die liegenden Flussgötter, die Manet von Raimondi oder Raphael übernommen hat. Das ist ja eine Tafel, der Warburg eine Tafel widmet, die Tafel 55. Da ist also das Frühstück im Grünen von Manet im Zentrum und da wird nachgewiesen, wie das Motiv aus der Antike von den Sarkophagen über Raimondi und Raphael zu Manet wanderte. Und diese Zusammenhänge hat er im Atlas nicht mehr direkt hergestellt. Er hat also die Sarkophage nicht mehr direkt neben Manet gezeigt. Wohl Raimondi und Raphael, aber nicht mehr die Sarkophage. Also die ganze Antike ist aus dem Atlas herausgefiltert in die antiken Vorprägungen. Und was auch das erste Mal in der letzten Version des Atlas nach der Reise nach Rom passiert, wir haben das jetzt hier so in der Übersicht dargestellt, er lässt das erste Mal Lücken in dem Atlas. Also wir haben plötzlich, Moment, es geht hier ein bisschen durcheinander, wir haben plötzlich nur noch Nummer 8, keine Nummer 9 und dann keine Nummer 9 bis 20. Bis 19, die gibt es nicht, diese Nummern. Und genauso ist es da oben, 64 bis 69 fehlt. Was man daran sehr gut ablesen kann, ist, dass der Atlas gewissermaßen in Dekaden geschichtet ist. Wenn die Lücke zu Ende ist, dann springt er zu der nächsten Dekade. Also nach der Lücke zwischen 9 und 18 springt er zu 20 und nach der 60er-Lücke springt er zu 70. Das heißt, es gibt ein Dekadensystem. Ich meine, das ist für ihn gewissermaßen eine Übersicht. Er kann in 10 Tafeln, das kennt er von den Bilderreihen, die er in dem ovalen Lesesaal der Bibliothek gezeigt hat, die er als zu Vorträgen benutzt hat, genauso wie die Bilderreihe in der Herzianer. In den Bilderreihen konnte er immer in den Bogen entlang ziehen und wusste sehr genau, wie viel Zeit er braucht, wie viel Platz er braucht, für wie viele Abbildungen. Und konnte sagen, ich komme mit meinem Thema bis da und dahin. Und deswegen geben wir den verschiedenen Etagen in dem Atlas den verschiedenen Sequenzen Namen. Antike Vorprägung, dann Rückkehr der Antike nach Italien. Das geht bis 27. 27 ist die Tafel, die berühmte Skifanoia-Tafel. Also er hat ja einen berühmten Vortrag gehalten, 1912 in Rom, wo er das rätselhafte Bilderprogramm im Palazzo Skifanoia in Ferrara aufgelöst hat. Und das konnte er auflösen, weil er die Rückkehr der Antike nach Italien rekonstruiert hatte. Also die Wege, die Wanderwege der Bilder hatte er rekonstruiert, die Wanderstraßen der Kultur. Und dann daher konnte er also sagen, was da in Skifanoia passierte.
was es da für Vorlagen gab. Hier sehen wir dann 28, 29 ist gewissermaßen das Ende. Und dann kommt 30 bis 39. 39 ist wieder eine sehr wichtige Tafel. Das ist die Botticelli-Tafel. Also die Tafel mit den berühmten Bildern von Botticelli, die Geburt der Venus und die Primavera. Also das Thema seiner Doktorarbeit. Diese Tafel, die wird am häufigsten behandelt in der Literatur zu Warburg. Also spielt auch eine große Rolle bei Didi Übermann. Ist natürlich klar, weil wir zu der Tafel sehr viele Informationen haben, weil wir seine Doktorarbeit haben. Was er dort in der Doktorarbeit geschrieben hat, lässt sich dann sehr leicht benutzen, um diese Tafel zu verstehen. Es gibt da tatsächlich dann auch Dinge, die vielleicht nicht in der Doktorarbeit vorkommen. Das muss man dann ergänzen, das muss man aus anderen Gedankengängen von Warburg hinzufügen. Wir sehen, dass wir haben dann so kleine topografische Skizzen gemacht von den verschiedenen Atlastafeln. Wir sehen, dass die Tafeln auch so eine Topografie haben. Also hier die beiden großen Botticelli-Bilder. Und da gibt es so eine Bewegung, das sind Details aus dem Botticelli-Bilder, aus diesem Bild hier, das ist der Primavera. Da führt so eine Bewegung, eine inhaltliche Bewegung, die ein Oval hier oben bildet. Und dann gibt es drei Fächer. Hier unten sind verschiedene Frauentypen. Also hier ist eine Flora, eine Abundantia, also eine Frau, die von Fruchtbarkeit überquillt. Das ist die Fortsetzung gewissermaßen von der Primavera. Und hier ist das andere drohende Thema, also die Verwandlung der Frau in eine Pflanze. Das ist die Daphne, die in den Lorbeerbaum verwandelt wird. Die ist hier zu sehen. Wir sehen. Und hier ist eher die rationale Frau, Minerva, mit einem Olivenzweig, also so ein Friedenssymbol. Die wird auf dieser Seite hier versammelt. Das heißt, wir haben hier drei verschiedene Motivkomplexe. Die sind hier so angeordnet. Die Tafel hat also auch eine Topografie. Und darauf haben wir dann auch geachtet, dass es so topografische Elemente gibt in der Organisation einer Tafel. Das heißt also, die Flächenaufteilung ist nicht unwichtig. Es ist natürlich die Flächenaufteilung grundsätzlich wichtig, um sich vorzustellen, was gehört wie mit welcher Sache zusammen. Und es hilft auch dem Verständnis. Man kann dann auch erklären, wie die Argumentation von einem Bild zum nächsten Bild wandert. Also was für Gedanken dort zu sichtbar sind. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass die spezifischen Besonderheiten der Bildsprünge, also der Abfolgen auf den Tafeln, der Konstellationen, welche Bilder wo an welcher Stelle auftauchen, diese Fragestellung, der sind wir en Detail nachgegangen und gehen wir immer noch nach. Das ist der Moment, den wir jetzt in dem Kommentarband ausführen wollen, an dem wir jetzt schon seit mehreren Jahren arbeiten und der vielleicht auch irgendwann fertig wird. Das ist ein riesiges Unterfangen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass wir jetzt dieses große Buch, diesen Bilderatlas Memosyne, in diesem Format, was auch nicht willkürlich ist, das kann man vielleicht noch zum Ende hin dazu sagen, es ist auch sehr schön für Autorinnen und Autoren, wenn sie über vergriffene Bücher sprechen können. Am Anfang war es sehr schwierig, überhaupt Gehör zu finden dafür, dass wir das vielleicht machen können. Und auch hier war es wieder sehr hilfreich, dass wir die gesamten Vorarbeiten selbst machen konnten. Den ganzen Atlas haben wir in der Forschungsgruppe komplett gebaut und der Verlag war glücklich, dass er ein printfertiges Dokument in Händen halten durfte. Und
Wir sind heute sehr froh, dass die Auflage in dieser sehr schönen Qualität gedruckt werden konnte. Und 2 Jahre war sie jetzt käuflich erwerbbar. Jetzt ist sie vergriffen. Deswegen ist es auch schön, darüber zu sprechen, weil kommerzielle Aspekte hier keine Rolle mehr spielen. Das Buch ist draußen, der erste Schritt ist erreicht. Und der zweite Teil von diesem Buch, nämlich einen Kommentar zu erstellen, und Roberto hat es schon gesagt. Wo ist das Buch? Da. Ja, muss ich es ja nur hochhalten. Ne? Also das ist das Buch, worauf Axel hinweisen will, ist, dass wir vollständig alles bestimmt haben, was hier im Layout passiert. Wir haben also dafür gesorgt, dass diese Qualität den Untersuchungsanforderungen entspricht. Also hier kann man mit der Lupe rangehen, da wird man keine Rasterpunkte finden. Ja? Das kann ich mal garantieren. Wir wollten eben ein Buch machen, was zu einem Instrument wird. Nicht? Also wie Warburg gesagt hat, in einem Brief, ich benutze Bücher wie Instrumente in einem wissenschaftlichen Laboratorium. Das war seine Sache. Und wir wollten da nicht hinterher zurückfallen. Man sollte diese Bücher, diesen Atlas jetzt benutzen können. Man sollte jetzt jedes Detail sehen können. Man kann hier sogar Text lesen auf den Abbildungen. Und also alles genau untersuchen mit der Lupe, wenn es sein muss. Und dann kann man sich selbst in dem Atlas versuchen zu orientieren und dann überprüfen, was wir da gedacht haben dazu, wenn der Kommentarband rausgekommen ist. Und wie weit unser persönlicher Fetischismus geht in diesem Buch, vielleicht darauf noch als letzter kleiner Hinweis. Eine der wenigen Diskussionen, die wir natürlich hatten bei der Vorstellung dessen, was wir da vorhaben. Wobei man sagen muss, gleichzeitig als wir das Buch gebaut haben, haben wir immer noch an den tatsächlichen Einzelheiten geforscht für die einzelnen Bilder. Und es fehlen uns jetzt nur noch für ganz, ganz wenige Objekte auf dem Atlas der Nachweis, der optimale Nachweis dessen, was da drauf zu sehen ist. Aber was wir Besonderes hinzugefügt haben und was Warburg schon aus technischen Gründen damals kaum sich hätte wünschen können, sind diese nochmaligen Vergrößerungen aus den ohnehin schon vergrößerten Abbildungen. Und Sie sehen hier diese Zeichnungen und die Nummerierungen, die wir aus der offiziellen Version übernommen haben. Auch wenn sie manchmal nicht so 100% konsistent erscheinen. Die ganze Literatur beruft sich darauf. Wir haben das übernommen, ohne die einzelne Nummerierung in Frage zu stellen. Was wir aber natürlich gemacht haben, auch mit Hilfe von Kolleginnen und Kollegen aus der Forschung, ist, dass wir versucht haben, alle Details und alle harten wissenschaftlichen Angaben, die man heute zu den Objekten finden kann, so gut wie möglich aufzubereiten und den Abbildungen daneben zu stellen. Aber eben auch diese Vergrößerung und diese wieder in Schwarz-Weiß, damit man sehen kann, warum eigentlich so eine große Abbildung auf dieser Tafel, zum Beispiel auf der 22, auftaucht, weil es letztlich um diese Details ging, die hier auch wieder nur relativ klein zu sehen sind. Das heißt also, auch bei diesem großen Buch geht es immer noch weiter um die Frage, was können wir noch mehr herausfinden? Welche Erkenntnis ist aus diesem Projekt weiterhin zu gewinnen? Und als letzte Kirsche auf der Torte vielleicht noch dieses. Ja, es gibt natürlich Vorversionen. Der Atlas wurde erstmals angefangen im Mai 1928. Im Mai 1928 fängt Warburg an, den Atlas zu bauen und hat 43 Tafeln als erste. Und dann im August 1928, vor der Reise nach Italien, macht er die zweite Version. Das ist die bei weitem längste, die hat 70 Tafeln. Und diese Vorversionen sind natürlich für uns in der Forschung sind die interessant. Meiner Meinung nach wird dabei herauskommen, dass Warburg keineswegs willkürlich irgendwie was hin und her geschoben hat, nach Gutdünken oder wie ihm gerade neue Ideen eingefallen sind,
sondern dass er präziser wird in den Konstellationen. Also das würde jetzt vielleicht ein bisschen weit führen. Die Tafel 65 ist insofern interessant, als sie eine wichtige Frage beantwortet. Warum hat Warburg den Schlangenritualvortrag eigentlich nicht in den Atlas eingebaut? Also das, meiner Meinung nach kann man das nach dieser Tafel beantworten. Das ist die Tafel, die es so in der letzten Version nicht gibt. Das ist eine ausgebaute 32er-Tafel. 32 ist sehr, sehr wichtig für den Atlas, weil sie Tanz und Karneval enthält. Das sind natürlich sehr wichtige Themen. Tanz ist auch wichtig für das Schlangenritual, Karneval auch. Und Hosenkampf, das ist also dieses groteske Moment, wenn die Frauen sich um die Hose eines Mannes schlagen. Das hat er auch auf der Tafel 32. Wäre aber allein ein mindestens vierstündiger Vortrag zur Tafel 32, den wir gerne mal an anderer Stelle. Das wollen wir nicht machen. Das wollen wir nicht machen. Aber hier sehen wir jetzt auch Tanz, das Thema Tanz und Schwerttanz, also dieser gefährliche Tanz mit dem Schwert, weswegen ja die was ja in der Antike so wichtig ist, das ist die Mänade, die mit einem Messer in der Hand tanzt und da die Opfertiere schlachtet während des Tanzes in der Raserei. Die gerät in Raserei und die wird gefährlich, diese Frau. Nicht? Also die deswegen ist hier der Schwerttanz drin. Insofern ist das eine sehr wichtige Tafel. Und dann haben wir hier eine Latte von Fotografien, die eine Moresca in Mexiko zeigt. Ja, also das ist eine Moresca in Mexiko, die wird da durch den katholischen Glauben hingekommen sein, nicht? Das ist ja klar. Die wollte er wohl in dem Atlas haben. Da denke ich, ist das Kriterium klar, weil es die Verbindung zur europäischen Kultur gibt. Die Moresca ist durch den katholischen Glauben dahin gekommen. Und dadurch ist die Anbindung an den europäischen Kulturraum gegeben. Und ich glaube, dass er das Schlangenritual ausgegrenzt hat, weil diese Anbindung nicht existiert. Weil es also eine von ihm gewünschte Assoziation ist. Das hat er nicht gemacht. Deswegen, weil man das Schlangenritual nicht mit der westlichen Kultur verbinden kann. Er hat natürlich den Bruch genutzt, den dieses Schlangenritual für den christlichen Glauben und auch für die europäische Kunst und Kultur bedeutet. Also, dass man mit einer Schlange im Mund tanzt. Also, ich meine, das ist ein erschütterndes Bild, nicht? Das rührt an die Tabuzonen unserer Kultur. Und das hat ihn wohl interessiert, denke ich. Das hat er benutzt, dieses Schlangenritual, dieses Bild hat er benutzt, um selbst ein Gegengift zu haben gegen die Tabu, gegen die Grenzen, die Kultur setzt durch die Angst vor Schlangen.